Hallo Freunde und willkommen beim Max Speed Show. Ich habe ja gesagt, dass wir in einem Video das schaffen, diesen ganzen Limousinenbock fertig zu machen. Ein paar Mann, alle drum und dran. Aber wir haben die Baustellen ein bisschen geändert. Wir haben die Baustellen jetzt auf alle möglichen ausgeweitet. Das Problem ist, ich habe Probleme mit dem Wartburg hier. Ne? Ihr seht da unten diese Öllache, die da mal unter ist. Ich muss das unterlegen gleich. Das Getriebe von dem Wartburg ölt gewaltig. Das muss auseinander oder abgedichtet werden. Ich weiß das nicht. Das ist eine Wartburg 1-3-Krankheit. Und das ist momentan der Grund, warum ich überlege, ob ich diesen Wartburg stehen lasse für einen Roadtrip. Lieber so fertig mache und dann mal das Getriebe mal abdichte bei Zeiten. Mit ein paar Gurkenmöglichkeiten, ein bisschen experimentieren, mit ein bisschen Leck weg oder mit ein bisschen hier, mit ein bisschen Kühlerdicht spezial in Anführungsstrichen, mit diesen lustigen Additiven. Ich will wieder dicht kriegen. Aber ich will so nicht fahren. Es wird zu eng. Ich hatte da jetzt keinen Bock, wenn ich mit dem Wagen Scheiße habe nachher. Deswegen habe ich mich entschieden, ich werde, wenn ich noch einen Roadtrip fahre, was ich wahrscheinlich noch tun werde in den nächsten Wochen, ja, sehr spontan, ihr kennt mich, ich bin allgemein sehr spontan und sowas, werde ich für den Roadtrip die Gurke wieder nutzen. Ja, Gurke und währenddessen die beiden am Gange, da verfolgen wir jetzt zusammen. Fakt auf jeden Fall ist eins, die Bremsbeläge waren einfach runter von dem Auto, das war hardcore. Ich habe natürlich nicht abgenommen vorher, weil ich so faul war. Die sind komplett blank. Ne? Die sind runter. Total heiß geworden. Die auch. Und Fritte. Ja. Pfand wegbringen. Ja, bring doch in den Pfandeimer da vorne. Da vorne ist so eine Kiste. Neben der Tür zum Museum von Harry da. Da ist eine Kiste. Ganz viele Dosen drin. Genau die. Naja. Fakt auf jeden Fall ist, ich denke mir, vielleicht in dem Auto machen. Wieder. Ist eh die größte Herausforderung. Habe ich immer Bock drauf. Deshalb. Gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich gerade von den beiden ein bisschen Hilfe. Einmal neue Bremsbeläge vorne. Mit Rücksteller, allen um und ran. Und schon sieht die Welt wieder besser aus. Vielleicht sind die echt neu, ne? Und keine gebrochenen DDR-Bremsbeläge, wie ich sonst immer nehme. So nagelneu. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, die gab es bei dem Trabi dazu. Aber du hast auch mal neue Reifen. Ich glaube es langsam nicht. Die sind auch neu, ja? Ich sage, Wohlstand. Ja, ich glaube, Eva stimmt nicht mit dir. Ich glaube auch, die Welt geht endgültig unter. Hast du zu viel dran geschnüffelt? Ja, Mann, was hast du? Zieh mal in die Nase mal rein. Dein Sozialschmiermittel. Dein Corona-Impfstoff. Naja, so viel dazu. Ja, und währenddessen die Fensterheber bei dem Ding gehen schwergängig? Oder gehen die alle schwergängig oder gar nicht bei dem? Linke Seite ging, rechte Seite glaube ich gar nicht. Okay. Als ob da Strom ankommt, dann müssen wir vielleicht den Motor ausbauen, gucken, ob der noch was ja. macht und sonst. Und wenn der Motor nach ist, bauen wir sie zusammen und reden nicht mehr darüber. Ich habe noch Fiesta-Fensterkurve, den ganzen Mechanismus. Der ist ja ziemlich lustig. In so einer Stretch-Limo. Ja, was willst du machen? So viel dazu. Naja, das sind die Gurkenbaustellen, die uns noch erwarten. Das ist Papier? Ja, das ist Papier und dann kommt da so eine Folie. Und das haben die gut gemacht. Papier ist immer, das ist vor allem mit matt-schwarz eingeduschtes Papier. Guck mal, das ist, der Lack geht separat davon ab. Verrückt. Jetzt hätten wir das Jesus-Papier nehmen können mit dem Vergaser. Ja. Wäre genau das Gleiche. Naja, so viel dazu, ne? Ihr wisst Bescheid, ab geht's. So, Gurkenprobefahrt, den neuen Bremsbelägen vorne, der hätte auch vorher raufkommen können. Bremsenschalter geht nicht mehr. Der neue Bremsenschalter ist ein Arsch. Hey, guck mal, ob er richtig bremst. Aber ich glaube ja, ich glaube, das war der Fehler, Alter. Perfekt! Seht ihr? Bremsbeläge waren runter. Das war der Witz daran. Das Problem war gewesen. Wieso bin ich nicht drauf gekommen? Ganz einfach. Ich habe immer gedacht, die sind in Ordnung, weil ich die vor Kroatien neu gemacht habe. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich die Bremsbeläge verbrannt habe bei meiner letzten Bergtrophy. Weißt du, wo die. Die kennt jetzt alle Videos noch, wo die Bremsbeläge weggeschmolzen sind. Und die Kappen, diese Narbendecke. Mal runter im Gebiet fahren.
Perfekt. Nur kein Bremslicht. Habe ich gerade eben schon gesehen. Ich habe einen neuen Bremsschalter eingebaut, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht zieht der ja Nebenluft. Ne? Oder hat Tobi auch gemeint. Dass der, wenn du bremst, dann Nebenluft zieht, was eine Gummimembrane, aber der war auch unschuldig. Also scheiße, jetzt habe ich einen kaputten Bremsschalter reingeguckt. Aber egal, der Gurkenwagen guckt wieder. Ja, siehst du, das ist verrückt. Wir haben so eine Taskforce mit ein paar Leuten, die wirklich, wirklich Ahnung haben und wirklich schnell sind und auch gerne helfen. Das ist immer so ein Leben, das Geben und Nehmen. Das ist geil, wenn man so eine Community hat wie ich. Ne? Deswegen danke ich euch nochmal, ne? Weil, wie gesagt, da wäre ich vielleicht irgendwann auch mal raufgekommen auf die Geschichte hier mit der, hier, mit der Bremse. Aber wahrscheinlich hätte ich wieder Ewigkeiten von mir hergeschoben. Und dann, wahrscheinlich hätte ich dann, wann hätte ich es gemacht? Nächstes Jahr? Übernächstes Jahr? Keiner weiß es. Mal Vollbremsung. So muss ein Auto bremsen. So muss ein Auto bremsen. Sauer. Hundertprozentig. Jetzt mal gucken, warum das Bremsen nicht geht. Und die Stecker sind nicht drauf. Kann auch sein. Schließlich geht er auch wieder, war nur die Beine rausgefallen. Das Thema haben wir auch geklärt. Das heißt, die Gurke ist wieder fahrbereit. Da kann man wieder mit arbeiten mit dem Auto. Ist sogar tüffig. Guck mir nicht so an, der ist wirklich tüffig. Tschüss, fertig. Ja. Abfahrt. Tschüss. Ne, jetzt ist das Problem, ist gelöst. Handbremse habe ich schon eingestellt, alles. Das heißt, ich muss nur noch das Ding leer räumen, diesen ganzen Kram von Kroatien rausschmeißen, den Kram von Spanien reinpacken und losfahren. Ja, noch ein bisschen TÜV. Für einen Roadtrip reicht. Ist doch nicht mal, er geht immer so durch. Trabi-TÜV ist wie Trecker-TÜV. Trabi, das verstehen viele nicht. Auch mit dem K30, wie der TÜV gekriegt hat. Mann, da ist doch nichts dran. Was soll daran denn kaputt gehen? Weißt du, guck mal, der hat keine ABS, der hat keine Shigemiki, da gehen die, guck mal, da gehen die Lampen leuchten, das Ding bremst und nicht durchgerostet, das ist schon TÜV. Und kein Tempomat. Und jetzt ist er auch wieder sagenhaft, ne? Ja, der, genau. Der ist ja original von sagenhaft. Wir haben noch Lager gefunden. Hat Harry mir überlassen. Hat gesagt, komm. Hat auch so eine Gurke auch in der Ruf gelebt. Deswegen. Deswegen, Trabi. Losfährt und die Rückleuchte verlängert. Nee, aber wirklich, wenn ihr jetzt Trabi fahrt, Trabi-TÜV ist eigentlich das Problem. Das Ding muss nur ordentlich bremsen. Das ist bei euch der Knackpunkt. Das Licht funktioniert bei euch, alles andere, das Ding durchgejammelt ist. Das Ding fährt und seine AU kriegt, wo eh keiner freiwillig ein Ding hinten reinsteckt. Ja, doch, brauchst du schon, aber steckt keiner freiwillig einen rein. Ich weiß das auch, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Wenn die mit den 125er und mit den Zweitakter unterwegs sind. Der TÜV-Prüfer hat da nie eine AU gemacht. Was das Gerät kaputt macht. Und da hatte ich ja einmal eine Vertretung da gehabt, weil er war krank und die Vertretung hat sein Messgerät genommen. Komplett. Ja, das Ding war so kaputt danach, alle Fahrzeuge sind bei ihm durch AU durchgefahren. Er hat sich gewundert. Und dann habe ich, dann bei uns in der Firma war, habe ich ihm gesagt, hier, der Kollege hat damit die Zweitakter getestet. Ist kein Wunder. Ist so, bei den meisten Prüfstellen, also ich hab aber noch keine, geben die meist so ein. Weil Zweitakter AU ist der größte Scheiß, danach fahren wir die nächsten Autos danach durch. Ja, weil das ganze Öl. Hängt da drin und das ist vorbei. Deswegen sehe ich genauso. So, mal gucken. Ein paar Teile der Baustelle habe ich noch. Die schaffe ich mal selber. Ein Fenster muss noch machen bei dem Ding. Oder eine Tür, je nachdem. Nee, ich will keinen Aufheber kaufen. Ein Fensterheber. Ja, so kenne ich dich auch. Das liegt so im Kofferraum. Naja, da muss ich noch ein bisschen Liebe reinstecken und dann kann ich damit los. Ich habe noch neue Reifen. Mann, neue Reifen. Aber weitermachen, deine Ruhe. Wir haben also noch Arbeit, die noch rumstehen. Wollte ich gerade sagen. Die Limo ist auch Arbeit für zwei, wenn man überlegt. Oder für drei. Ja, wenn er nachher einen Nervenzusammenbruch hat und nicht da ist, dann kommt er weiter. Ja, ich mache halt die Fenster hier bei hinten. Die funktionieren nämlich nicht. Ja, versucht er. Aber die sind schwergängig. Ja, einer war, glaube ich, schwergängig und einer war kaputt. Und? Also der Fensterheber-Motor geht. Aber es ist schon kein Strom vom Schalter. Ja, ach, guck mal. Zum Schalter hinlegen. Haben wir schon. Habt ihr schon. Ja, wir haben den Motor getestet, aber der Motor ist... Der tut sich sehr schwer. Das Fett, was da drin ist, total verharrt. Ja, ist kein Wunder. Das ist wahrscheinlich das Problem auch gewesen, weil die Karre 100 Jahre rumgestanden hat. Und der einzige Fensterheber, der wollte dieses Fahrerfenster, funktioniert ja. Ja, der läuft aber über rechten Fensterheberknopf. Habe ich auch gesehen, habe ich mich gefreut darüber. Muss nochmal austauschen, alle. Voll nervig. Ja, vielleicht sind auch die Schalter deshalb alle durchgebrannt. Ja, mach mal ein bisschen Schmieri ist gut. Ja. Schütteln ein bisschen noch. Muss ein bisschen sahniger werden. Und echt, Matsch. Ist halt nicht schön. Oh, die Felge ist eine andere Felge wie die originale. Weil die andere war so verbogen, die hat immer so geeiert beim Fahren bei der Gurke. So.
Weil ich musste die ja mal als Abzieher missbrauchen, um die eine Kamera nachzukriegen. Das war nämlich in Kroatien. Und danach ist die Sommer gefahren. Also rausgekommen, das Rad war so am Eiern. Ich habe mir Honda gefahren, das Rad. Das war gut. Das ist Gurken-Lifestyle. Du kennst das, du fährst in Zitronen, das ist auch eine Gurke. Ja, seitdem ich Autos habe, das Amsterdamische Kennzeichen in Autos dran habe, gehen die Autos auch immer kaputt. Ja, das ist immer. Vorher war gut. Ja, ja, jetzt sind die Amsterdamer schuld. Oh, Mama hat geklaut. CLP. Oh, das Mama anrufen müssen und fragen. An der Verstrahlung da. Oh. Ich darf immer was trinken, paar Mama. Ja, trinken ist auch wichtig. Ohne trinken ist doof. Naja, so viel dazu. Und der Motor klingt erstaunlich gesund. Nochmal Fußdichtung und Bucken und dann ist gut. Dann ist der Ding wieder Roadtrip ready. Dann fahren wir mit dem Auto, ja, wa? Fahren wir mit dem, ne? Da ist ein Fernseher drin, ne? Nicht so wie ein Wappen. Ja, dann kein Fernseher. An den Wappen machen wir uns auch noch fertig, aber nicht für den Roadtrip. Müssen wir anderes einfallen lassen. Weil irgendwie ist ein Roadtrip ohne Gurke irgendwie langweilig. Die beiden vom Fach, Rainerle und Adrian. Die machen wir jetzt. Jetzt erstmal ein bisschen ölen. Die Scheibe ist ja so schwergängig. Also war der E-Motor gar nicht in den Arsch? Nein, der bewegt sich, der bewegt sich. Und der Schalter haben wir auch durchgemessen. Ja. Auch. Aber wahrscheinlich, hier kriegen wir keinen Strom an. Aber bei mehrem Auto ist es so, dass sie einen Überlastschalter haben. Wenn die zu schwergängig sind, geht der so ein Bimetall, geht dann hoch. Und wenn sich das wieder abkühlt, dann geht es wieder zusammen, aber ich weiß ja nicht, ob das hier auch so ist. Oder ob eine Sicherung hat, die rausgeflogen ist. Deswegen, ja, da hat er schon nachher alle kontrolliert. Auch die ganzen Stecker, total korrodiert. Mann, das Auto hat nichts gesehen in seinem Leben, ne? Aber das ist kaputt gestanden. Aber, ne? Guck mal, das hat der hat gar keine Kraft. Wow, das Knie ist schon. Oh, oh. Und so eine Scheibe kriegt man nicht. Oh, oh. Das ist alles total verdreckt. Alles vergurkt. Das muss sauber gemacht werden, normal. Und den richtig. Er hat ja jetzt nur Öl. Ich hätte ja ein bisschen Fett dran gemacht. Ja, können wir noch nachher noch reinkommen. Rein. Ja, aber hier ist eine Box. Eine Lautsprecherbox. Ja, ja. Hab ich schon gesagt. Also haben wir doch Musik. Ja, natürlich. Ja, das konntest du nicht sehen. Weil ja, klar, die verkleidet, ne? Das Ding ist sowieso wie so ein bengalischer Puff, der Ding aus von innen. Ja, kannst sagen, weil der wird mit diesem komischen Schaumstoff da drin und so. Wenn jetzt rot wäre, dann wäre das Ding eine endgültige Puffbude. Nee, dieses Blau. Max, dieses Blau, das Königlich. Beruhigt wenigstens. Das beruhigt wenigstens. Ich hab die Batterie schon wieder leer, wenn ich die Lampe da hinten angucke. Rot, wie dämmert, siehst du das immer da runter? Deine Batterie. Hm? Ist ja deine. Nee, oh, sind nicht schlimm, sagst du. War ein Ladeklaus dran. Aber wahrscheinlich hat er nicht mehr genug Volt, deswegen geht er nicht hoch und runter. Das könnte aus sein. Ja. Ich will mal, ich hol mal erstmal eine. Ich klemm mal den Startelbewagen mit dran. Wenn er nämlich nicht genau 12 Volt. Nee, guck mal, wenn du hier guckst, wie dunkel hier vorne geworden ist, die Birne. Ja, die ist ja schon. Vielleicht hast du wirklich richtig Dampf auf der Bude. Ja, und wenn ich jetzt. Hast du gesehen, wie dunkel er geworden ist? Ja, das geht nicht. Die Batterie hat. Nein, nicht ziehen. Lass. Warte mal, wir machen erstmal Saft drauf. Kann sein. Und die Scheibe Schrott ist dann ein Problem für eine Sonderanfertigung für das Auto. Ich glaube, die kann man so nicht kaufen. Boah, ein Ampere. Läuft sicherlich gut. Sand glaube ich auch, ne? Der hat hier einen ganzen Vorderwagen voll mit Sand. Ich glaube, der kommt aus der Wüste. Da müssen wir noch ein bisschen fetten, der läuft noch zu langsam. Aber wenn der Motor läuft, hast du doch ein bisschen, hast du 13 Volt. Boah, das. Oh, der funkt sogar richtig schön. Ja, weil die Kabel sind ein bisschen klein. Arian, das ist gut. Du musst auch jetzt immer mitfahren als Fensterheberverstärker. Nein, der läuft aber noch nicht leicht genug. Nein, der hat richtig, der. Das ganze Fett ist verkeilt. Ja, der hat ja Öl, da müsste eigentlich Fett dran. Ja, aber das Fett, das kriegst du da im Leben nicht rein. Und auch auf die Schnecke vom Motor, da ist ja die Schnecke da, musst du auch noch. Muss alles mal durchgeölt werden. Eins nach dem anderen. Erstmal Öl und dann Fett. Ja. Öl die Schnecke und dann kommt es in eine Pfanne. Genau. Aber ganz jetzt, unten, da kriegst du mal Angst. Unten, da ist irgendwas im Wege, weil das knarscht. Knack. Das knarrt so, als wenn ich. Aber hast du das gerade gesehen? Das lief ja gerade wie ein Länderspiel. Ja. Aber irgendwas knarscht da. Das war falscher Gang. Nee, aber irgendwas knarrt da. Ist hier diese Kabel oder irgendwas im Wege? Ja, so. Irgendwann ist er noch, aber das ist schon mal der richtige Weg. Nicht so richtig runter. Ja. Ja, gut. Hey. Hoch. Guck mal, da hast du schon wieder so wenig Volt. Da. Geht doch. Ja, aber da ist es so wenig Volt. Guck mal, die glimmt ja auch wieder. Ah, du, ich hab mal 210 Amperestunden angeschlossen in der Kiste. Jetzt machen wir das mal anders. Riesenbatterie. Jetzt schließ noch mal den dann, mal Stecker dran und dann probieren wir es da nochmal. Ja. Über den Schalter, ja klar, warum nicht? Mhm. Ja, jetzt kommt die Tür wieder zusammen. Das Fenster immer nochmal eins. Problem mit dem Auto sind, dass sind drei Fenster über den Arsch sind. Der Beifahrerfenster und der gegenüber auch. Und Adrian, ich sag, das ist kein Problem, mach den Beifahrer vielleicht noch. Das ist alles gut. Nee, ich kann mit unten. Und dann sagt er,
Nee. Du brauchst eigentlich eine zweite Batterie da drin, weil die Beleuchtung, die da hinten so viel Strom zieht, die zieht dir direkt die Batterie wieder leer. Ja, habe ich auch gemerkt. Weil selbst die Startüberbrückungsbatterien sind jetzt leer. Sieht ja aber die Zündung oder was anderes. Auch. Oh. Hier ist ja auch ein Schalter drin. Die ist nicht leer, die große Batterie. Die sieht nur so aus. Die Lampe da hinten hat eben einen Kontaktfehler, der unten ist. Die rote? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt. Nee, die rote kaputte Birne. Ach, hier, Max. Mal an, hier du kannst endlich mal duschen gehen. Oh! Wieso hast du das da drin gefunden? Ja. Ah! Wer hat denn die Scheiße gefunden? Oh, es kommt da raus! Es kommt da raus! Ist das vom Vorbesitzer noch? Jetzt kommen gleich die. So, na gut. Die zippen hier an. Jetzt geht's hier gleich los! Vom Vorbesitzer noch. Ich weiß es nicht, aber ich hab's noch nicht weggeschmissen. Ich brauche eh noch ein bisschen Duschgel hinten in der Dusche. Da hab ich nur so Disney-Duschgel. Ich hab schon mal gesagt. Mit Mickey-Maus-Geruch. Hanna, pass mal auf da, ne? Mit diesem Tüdelkram, der da auf dem Boden liegt. Da unten, da nicht! Wenn das durchbricht, das kriegst du doch nicht. Das kriegst du nie mehr wieder im Leben. Mitchell Corp. Benzoin, wo ist denn das denn? Benzonia? ASXE Blue Date 85. Ja, original. Das passt. Fast. Die Bienen haben bei dir funktioniert, ne? Die da haben funktioniert, ja. Wollte ich gerade sagen. Wenn die anderen herauskommen, wir mal gucken, ob die Biene kaputt ist. Wow. Das, was wieder schlimm ist, ich habe richtiges Gewissen dabei, dass ihr schon wieder alleine lassen muss. Ja. Weil ich Hanna ins Bett bringen muss, meine Frau nicht zu Hause ist. Dann kannst du wieder herkommen. Darf ich ja nicht, meine Frau ist ja nicht zu Hause. Ich muss aufs Kind aufpassen. So eine Puppe basteln. Sieht so aus wie ich. Ins Bett legen. Dann macht ihr überhaupt mal so ein Geräusch. So. Ich bin Max. Oder. Und Hanna denkt, die ist realistisch. Die ist ja echt mein Papa. Hallo. Wer ist das denn? Also, Papa, ich hab mir weh getan. Ich bin Max. Papa, hast du ein Pflaster? Ja. Und dann kommt der Feuer aus dem Kopf. Dann kommt der Feuer aus dem Kopf. Brennt, Ekel, Max. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin da. Ich bin Max. Aber dann muss Mama sagen, hi Schatz. Also, hallo, kommt hier nach Hause. Hallo Frau. Hallo. Hi Max, alles gut. Ich bin Max. Geh du alleine hoch, ich bleib hier sitzen. Warum bewegst du dich denn nicht? Ich bin Max. Scheiße. Ich hier ohne. So muss das sein. Hauptsache, ich hab diese Gurkenlimo erfahren. Das war nicht meine. Später zurück. Du kannst auch sowieso in der Halle bleiben. Nee, kann ich nicht. So spät kommt ich nicht zurück. Ich sag dir, die ist vor uns zu Hause. Wir haben ja schon bald 10. 10 Uhr. Das ist spät. Hanna hier ins Bett. Genau. Ja. Ich soll Hanna, also laut Tine soll ich Hanna um 10 Uhr ins Bett bringen, aber um 11 Uhr zu Hause sein. Ja. Nein, soll ich jetzt. Sie hier und dann fährst du um. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, wie mache ich das, weil ich sie vorher ins Bett legen soll? Dann... Ja, genau. Das machen wir mit Videotricks. Ja. Mit Max. Das ist ein Video. Ich weiß, wie du für sie und in Wirklichkeit kommst du erst um 3 Uhr morgens mit ihr raus. Genau. Ja, aber die ist ja auch schon zu Hause gleich. Hallo. Ist egal, hallo, das schmeckt dir nicht. Du hast doch Startpilot, oder? Da ist Äther drin. Ja. Ein Lappen unter der Nase hat, dann schläft Tine ganz gut. Das ist eine gute Idee. Ach, der Film ist letztens überdrümmelt gewesen, wo ich am Starten jetzt war. Jetzt weißt du, mit deinem Kopfschmerzen. Ah! So, Rainer ist auch weg mit Harry zusammen. Unsere Truppe löst sich langsam auf. Ja. Hannas Wille, wach zu sein, auch nicht. Tobi und Hanna bauen da hinten gerade noch neue Reifen auf das Cat-Car drauf. Oh. Guten alten Schubkarrenreifen. Und was meinst du? Oh, ist der Schlauch noch gut? Ich habe eine Schlauch ist kaputt. Schubkarre zu Hause. Die ersten Reifen für deine Reifenstapel für Cat-Car. Also,
Schranktür. Ich kann keine Altreifen mehr sehen. Was ist das eigentlich? Altreifen sind die schlimmste Erfindung von allen. Konnten nicht alle Reifen neu sein? Teuer in der Entsorgung, ne? Alter Schwede, 5 Euro für so einen scheiß Reifen. Kosten Fahrradreifen in Entsorgung auch. Echt? Ja. Bekloppt. Und da regen sich die Leute auf, weil ich da 2,50 Euro auf Rechnung aufschreibe für Altreifen. 2,50 Euro, die Hälfte von dem, was das ist. Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. Die andere Hälfte habe ich bei Montage mit rein. Ja. Wieso, kann man auch machen, sehe ich ähnlich. So Leute, ich muss jetzt leider von hier weg. Das heißt, ich kann euch keinen aktuellen Stand geben, was hier passiert ist, weil ich nicht weiß, ob ich morgen wieder hier bin. Glasscherben. Glasscherben? Hatte schon mal eine Scheibe angeschmissen oder? Hier war auf jeden Fall schon mal dabei, es war schon Feuer ab. Der ganze Motor ist verkantet, das muss alles raus. Ach scheiße, echt? Ja. Und genietet, ne? Nee, ich werde jetzt erstmal versuchen, nur den Motor auszubauen, den wieder gar nicht zu machen. Ach sonst, du Scheiße. Wenn das alles auch fest ist, dann muss das alles ausgenietet, das können wir wieder einnieten. Totale Standleiche, das Ding. Aber ich habe hier dieses Ding mit Siegerflex hier wieder draufgeklebt. Das ist übrigens nur nachgemacht, ne? Das ist so Plastik, was die einfach nur draufgetrieben ist, anders. Das ist Blech. Sieht aber aus wie fast echt. Ganz vergessen. Warum kaufe ich immer solche Gurken? Was ist denn eigentlich für ein Spaltmaß hier? Guck dir das mal an. Muss das so? Muss doch eigentlich so. Das ist Siegerflex hinter. Das kann von dir sein. Ich habe die Boxen ja eingebaut, das kann auch von dir sein. Wie ist liegen das? Wieso sind die? Sag mal her. Ey, was sind das für Boxen? Die haben Rock. Ne, Rocks. Ja, die sind Soda und hier mit Siegerflex. Das kann von dir sein. Das kann von dir sein. Aber die sind neu, die Boxen. Die sind neu, die sind mal neu. Hinten ist original. Der hat mal legen, eine richtige Uni reingesteckt. Apropos Boxen, hast du noch Boxen mit 20 cm Durchmesser? Keine Ahnung, muss mal gucken, wo die Boxen liegen, mit in welchem Durchmesser. 13er. Für meine Zitrone. Ja, muss mal gucken, ich kann gleich mal Lara zeigen mit Boxen. Liegen auch nicht viele Boxen rum. Es gibt nicht so viele Boxen. Hallo Motor, möchtest du funktionieren? Und dann geh's mal runter. Mal das Fett anpacken. Nee. Ich spiele mir das gerade an meiner Hose. Oh, Tine wird sich freuen. Was ist denn das für ein scheiß Gurkenmotor? Ja, ich baller da jetzt mal Strom drauf, mal gucken, was passiert. Ja, ich glaube nicht viel, mit der Hand kann man ihn auch nicht drehen. Ja. Ich dachte, muss man erstmal eine Zange drauf schmeißen. Es ist aber alles nur festgegammelt, was ich benutzt wurde, ne? Ja. Es ist wirklich, das ist nichts eigentlich in Arsch. Das ist einfach nur, was ich verfahren würde, das Auto. Was einfach diese beschissene amerikanische Qualität ist, ne? Der Motor ist ein Mitsubishi, der hat meistens Qualität, der läuft eigentlich auch ziemlich beschissen, aber ist ja egal. Oh oh. Fangen wir doch einfach mal Strom. Oh oh. Gucken. Aber da besorgst du dir jetzt mal vernünftige Zündkabel für. Ja, ich bestelle in eBay irgendwas, was passt. Kupferkabel bitte. Sind die Dinger in eBay irgendwas mit Kupferkabel? Ich hab keine Ahnung. Keine Autokabel, ich weiß nicht. Oh oh. Oh oh. Dein Rad auch mit? Dein Rad? Ja. Dein Rad dreht jeden Tag. Der macht gar nichts mehr. Doch. Der dreht sich ja noch. Ja klar. Der braucht ein bisschen Tobi Spezial und dann geht das wieder. Ey Tobi! Ja? Der Ding dreht sich noch. Der Motor geht noch, aber ich schätze mal, der Rest wird festgegammelt sein. Ja, da ist er fest. Du kannst doch eigentlich, wenn du den Motor raus hast, kannst du auch normalerweise ja, kann so drehen. Ja, ich kann diese komische Verzahnung schon mal. Normalerweise. Aber nur wenn es normal. Hey! Die geht noch, oder? Ich hab noch Hoffnung. Da muss hier wieder geschmiert werden. Das ist alles eingetrocknet und festgegammelt. Guck dir das mal an, also dieser Rost, guck dir das mal echt und der Scheiß jetzt. Das ist einfach nur so ein richtiger Standrost so. Ah, das könnte man reinsprühen. Also. Da kriegt man wieder getüdelt. Oh. Ist unten. Das ist da unten. Definitiv. Mach die wieder hoch. Es geht auch nicht mehr hoch. Doch, es ist für immer unten. Ja, halten wir oben fest, Adrian. Er kommt. Hey. Die Schiene und die ist auch fest, da ist da was drauf. Ist alles schon gemacht, die muss eigentlich mal richtig schön hier abschmiegeln. Hier kommst du gleich bei mit Schleifpapier. Das geht. Nee, die kann ich ausbauen, die ist hier festgeschraubt unter. Ne, lass die mal drin. Verrückter Kram. Ja, währenddessen, Hanna freut sich. Oh geil, mein Rad dreht sich wieder. Die Gurke bremst wieder. Ja, war ja voller Erfolg, ne? Kannst du sagen, Audi ist fertig. Ja, Audi ist auch fertig. Das war ja im letzten Video. Das hab ich ja gar nicht gezeigt. Ne? Den Audi habe ich gar nicht gezeigt im Video. Aber das Audi ist auch fertig. War wieder richtig lustig. Dann haben wir unsere Baustellen, die wir heute machen wollten. Wollte ich gerade sagen, ist alles geschafft. Oh, das ist eine riesengroße Baustelle noch, ne? Ja. Da haben die uns noch einiges vor sich. Ein Fensterheber noch. Ja. Und dann wenn der wieder läuft. Und hier so ein Tacho, der einen Wackelkontakt hat. Ja.
Ne? Und eigentlich auch ein Radio, aber das schaffen die nicht mehr von der Zeit her. Ich glaube, das wird die immer umbringen. Das Geile ist, wenn die beiden da machen, die machen dann innerhalb von 2 Stunden, das ist richtig gut, ne? Und ich sag, mach ich mit der 5 Stunden 4 und kotze immer noch. Daran sieht man halt, wie gut manche schrauben können. Ich verbrauche schon eine Gurke. Das habe ich ja auch schon nie gesehen, ne? Wie? Wie schnell ist eine fertig? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber der Bremse ist ja auch ein Ding für sich gewesen, ne? Aber... Du darfst mir nicht so viel filmen, sonst zeigt mich mein Bruder noch an wegen Schwarzarbeit. Was schäm dich. Jetzt kannst du aber sagen, dass du dafür kein Geld kriegst. Kriegst du wirklich nicht. Nee, krieg ja nur ein bisschen dafür. Wollte ich gerade sagen. Das Einzige, wir haben es angekettet. Genau, als Sklave arbeitest du so hier. Psst. Ja. Das bleibt jetzt so. Deswegen sage ich, ihr läuft hier als Fensterheber, ist gut. Wenn man den aufmachen will, machen wir das einfach ab. Nein, wo ich bei mir den Fensterheber drin gewechselt habe, habe ich das auch so gemacht, weil Andrea mal hergerannt ist. Du hast neun. Ja, da hatten wir von mir Scheiben runterfällt, weil ich da nichts mehr drin hatte. Da ich hier mehrere Streifen Panzerband drin hatte. Ein Reifen. Rock'n'Roll. So, ich muss jetzt losrocken, weil ich bin schon spät dran. Ich bin echt spät dran. Ja. Das Handy meckert schon. Ja, dann machen wir auch gleich. So Leute, das Video beenden wir jetzt. Gar nicht mal, weil die Arbeit vorbei ist, da geht nur einiges, aber weil halt der Part, wo ich dabei bin, vorbei ist. Aber ich danke euch auf jeden Fall für eure Hilfe, ne? Also allgemein, auch die anderen Jungs, die da waren. Und vor allem für eure ständigen Nachtschichten, das war der Hammer. Ich komme den nächsten Tag irgendwann daher, weil ich einen Vorwand habe für meine Frau auf dem Sonntag. 2000 Euro mehr. Ja, ist doch ein theoretisch Fensterheber. Jeder Fensterheber, Fensterheber 80 Euro. 90. 90. 95. Ich glaube, so ein Auto wie das hat gar keinen Wert. Weißt du warum? Die richtige. Das kauft keiner. Ich glaube, das kann noch so gut vom Zustand sein. Das kauft, glaube ich, wirklich keiner. Wegen dem Motor. Ja, immer wegen einem Vierzylinder drin. Und zweitens, wer kauft? Das ist wirklich, da musst du wirklich den Typen für haben, für so ein Auto. Und das bist du. Das bin immer ich. Ich bin für Scheiße. Ich bin eh der Typ für die komische Scheiße. Jetzt guck dir hier um, es steht nur Scheiße rum. Aber ich muss... Nee, lass bloß dran! Dann los auf! Packe dich eine Baustelle aus! Da ist schon wieder eine böse Rostkante, die muss schon zubleiben. Ich habe schon die Farbe gefunden. Da liegt so ein Zettel. Bei den Papieren lag so ein Zettel bei, mit der Originalfarbe. Genau, das ist von einem anderen Ketzer. Weiß noch nicht, wie die heißt, das ist so eine komische Lacknummer. Ah ne, das war eine Farbe für die Polster, die haben die Polster irgendwie nachgefärbt. Ich glaube, dem Typen, der es vorher gefahren hat, war wichtig, dass er innenpuffig aussieht. Mir fällt schon so um. Mal gucken, ob sie wach bleibt bis zu Hause, bin ja gespannt. Hanna? Wir bauen dann gleich noch einen Motor an. In der halben Weg, schon einpennt, habe ich die Wette gewonnen. Ja, mal gucken. Wir fahren mit einem K30, das ist schwer einzupennen. Lass gucken. Ja, um 500 Euro gewettet. Und die beiden, das Kind und sie. Also, du musst sowieso sagen, Hanna ist nicht eingepennt. Ja, genau. Damit wir die 500 Euro kriegen. Und Hanna mir dann 3/4 davon abgibt, weil wegen Bruderschaft und so. Oh, die gucken mich schon so böse an. Oh. So, ich melde mich ab. Wir alle. Ne? Großes Danke und ja, legt euch hin. Ne? Ich lege mich auch gleich hin. Auf meinem Bürostuhl, wie ich Videos schneiden muss. Ich habe kein Video von morgen. Das ist das Thema des YouTubers. Die beiden Schrauben, ich muss schneiden. Ja, dann pennst du ja auch noch auf dem Stuhl. Das mache ich ziemlich oft. Ja. Das ist ziemlich scheiße. Ja. Aber seitdem ich die Fenster so ein bisschen auf habe, seltener. Weißt du, habe ich keinen Sauerstoff in Stein. Ich sterbe da daran immer. Echt jetzt? Dann penne ich immer ein. So einfach so wie so ein Toter, weißt du so. Ja. Das schläft ein Ungeheuer ein. Ich mache die Tür auf. Er macht's wieder auf! Es lebt noch! Ach, Scheiße! Ja. Und dann hat er sich angezickt. So, nicht anders. Ich wollte Zeit mit euch verbringen. Das war schnuckig. Aber Anna, weil die Hanna muss wirklich ins Bett jetzt. Genau, ich muss Zeit mit meinen Jungs verbringen. Ja. Oh. Taro wäre interessant. Ja, ich finde Taro. Dann gibt es Taro, habe ich gesagt. Achso, ich denke, da gibt es einen Taro. Ich denke, Taro wäre interessant. Geht er wieder? Papa, komm. Der ist scheiße. Papa, komm. Ist leider so blöd. Warum denn? Los.
Wohin? Nach Hause. In die Klause? Ja. Zaufen willst du also auch noch? Ja, natürlich. Oh, Scheibenwasser. Oh ja. Wo ist der gerade Reis und Schmorhals? Facharbeiter. Und jetzt? Scheiß Mann! Fahrbereit! Ich will noch eine Schraube finden. Da ist keine Schraube drauf. Egal. Ach, für Max ist es egal. Aha! Ich sitze zu weit vorne. Ey, Max, du staubst schon wieder. Hey, wenn ich damit fahren würde. Papa, soll ich mal damit fahren? Nein. Wir schieben ihn einfach ab. Oh! Ah! Scheiße, das Rad ist nicht fest! Oh! Darf ich mal fahren? Warte. Ich bin unterwegs! Tobi, ich bin da! Deine Arbeit kommt zu dir! Früher konnte ich damit auf zwei Rädern fahren. Oh! Bang, Alter! Nee, ist noch nicht fest. Nee, kannst du morgen machen. Muss man mal überzeugen, dass wir her dürfen morgen. Morgen ist Familientag. Max, hörst du drehen? Musst du sie mitnehmen. Okay, morgen, ich gehe gerade die Schraube. Morgen rein. Dürfen wir sowieso nicht hier hin. Wird das verboten? Ist verboten. Mal gucken. Ja, Mama hat es verboten. Wieso? Die vernünftige Sachen mit uns machen möchte. So Familiensachen und nichts mit irgendwelchen Autos. So langweilige Sachen, wer sie mit uns. Ja. Also muss ich hier, meinen Nachbarn schicken, der euch wieder ankettet. Aber ich würde lieber hier schlafen als bei der zickenden Mama. Hey, nicht so gemein zu der Mama sein, die zickt auch nicht immer rum. Das ist alles auf dem Video drauf. Das ist gemein, das kann sie auch jetzt sehen im Video. Genau. So oft zickt Mama auch nicht, mach nur Spaß damit, das meinen wir doch gar nicht ernst. Ja. Okay. Und du hast den Fuß an die Batterie, Harry. Die scheiß Batterie, ne? Die scheiß Batterie. Die Batterie steht hier irgendwo. Ja. Wo ist die Batterie? Boah, die stinkt ja wieder so richtig heute. Boah, diese olle Batterie. Ich bin unschuldig. Die Batterie ist da. Wow. Warte, ich sterbe. Runter. Geht nicht, ich mach kein Wheelie. Und jetzt gib mal Gas! Wow. Jetzt dreht er mal Papa! Wow. Rückwärtspflichten! Warte, du kannst auch rückwärts fahren, Papa! Bruder, es ist ja auch viel Eminem! Guck mal, Mama, das Ding ist auf zwei Räder kriegen! Ja, klar. Du machst das, Tobi! Früher konnte ich das ohne Problem! Und mal gucken, Tobi macht Willi-Modus! Der macht jetzt hab ich halt raus jetzt. Guck mal, wie das macht. Komm, ja, wir müssen mal Highlights fürs Video haben. Das war immer so ein Räuberschlag machst damit oder so. Als Intro. Ja, genau. Jetzt geht's los. Und? Der Mann ist unterwegs mit seiner Wheelie-Kanone. Was ging die Apfel gebrennt? Hat nicht mehr gefehlt. Klappt nicht. Er muss damit springen. Klappt nicht. Oh, kein Licht. Warte, wo die Reifen jetzt schon abgenommen sind. Die sind wieder verschlissen. Wir haben noch ein paar Verschlüsse drauf gelassen, damit es ein bisschen ausgeglichen ist. Das liegt daran, früher war bei der Kleiner, weil der Sitz weiter vorne, aber ja. Gewicht auf der Vorderachse hat man jetzt nicht. Wenn ich jetzt lenke, schiebt der vorne rüber. Ja, hab ich gesehen gerade eben. Pascal, die Apfel gesammelt, hat nicht viel gefehlt. Nö. Ja, komm mal, spring da schnell drauf, dreh eine Runde, dass du einmal der Probefahrt gemacht hast. Bevor wir nach Hause müssen und nicht mehr fahren darfst. Ich fährst jetzt gleich nach Hause. Aber bitte in der Halle bleiben, Anna. Lass mich da eben noch runter drehen. Taschenlampe dran, und dann geht das Taschenlampe hoch, Nummer geht das. Ja, der früher meins hab ich ja, wo ich klein war, Licht angebaut. Ich selber. Auch. Ah, ich hab mit 6 Jahren das Licht schon selber angebaut. Es hat ja auch keine Seiten aus, so fahren soll. Jede Seite ein, da war richtig schön. Und wie ist es jetzt? Ja, ja, ja. Ja, mag schon ja, dabei. Oh. Auf geht's, in die andere Gurke mit dem Motorrad. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, Flamme gerade. Toll, das hat mein Putzen Arsch gemacht, das ist angezündet. Und da,
Hey! Du hast auch mal diesen Trick gezeigt. Also, Anwesende, ja. Der Jungs niemals furzen. Nicht laut. Das kann ein Problem werden. Weil dann die Batterie. Die Batterie hat ausgegast. Zum Glück ist die Batterie leer. So. Ich mache jetzt Feierabend. Nein, ich hab grad nicht gewusst. Gottes Willen. Oh! Guck mal! Mutter!